Hallo Leute, hier bin ich wieder, Wacky Lion. Die neue TV-Karte ist jetzt doch zu komplex und damit kann ich leider nichts anfangen. Ich werde es auch zurückschicken lassen demnächst. Deshalb wird es meine nächsten EPs weiter mit der alten TV-Karte sein. Weil ich habe sie mir selber mal angeschaut und finde, so schlecht sind die eigentlich gar nicht aus. Wegen meinem Zelda-Projekt habe ich bereits was gepostet, da habe ich mir was einfallen lassen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, konzentrieren wir uns jetzt mal weiter auf Tomb Raider. Da ist der Knopf. Und wir sehen, jetzt müssen wir da hinten. Hier können wir jetzt soweit noch nichts machen, weil die Säge würde uns instant killen. Die Taucher sind tot. Und das war unepisch. Na, irgendwelche Feinde hier draußen? Nein. Nix. Sagen, dass die Hunde auch ganz schön Damage machen. Dafür, dass sie so klein sind. Oh. Wenn man vom Teufel spricht. Jetzt habe ich doch glatt einen übersehen. Mann, ist das ärgerlich. Ja, sowas nicht ein zweites Mal. Übrigens ist mein... Ich habe schon wieder eine Fackel verschwendet. Mann! Es ist jetzt mein, glaube ich, dritter Tomb Raider Part nacheinander. Ja, weil ich möchte dieses LP gern vorantreiben, weil es tut mir sehr am Herzen. Ich spiele sehr gern Tomb Raider, habe ich schon gesagt, dass ich damit groß geworden bin. So, und ihr habt jetzt die Arschkarte gezogen. Jetzt mache ich euch so kalt. Das merke ich zu viel. Stirb. Wo ist der nächste? Na gut, dann komme ich eben. Seh noch einer. Es sieht nicht so aus. Tja, habt ihr wohl Schnauze voll, was? Tja, mit mir legt sich eben keiner an. Die Chöre, ich höre ja auch sonst weiter keinen. Ich glaube, das waren alle. Ach ja, Hunde, ich konnte sie in Resident Evil schon leiden. Aha. Hier kann ich sie auch wunderbar leiden. Machen die eigentlich mehr Damage als die Menschen? Das würde mich echt mal interessieren. Ich höre doch schon wieder jemanden. Ich höre dich doch. Wo steckst du? Ich höre dich atmen. Wo steckst du?
Da steckst du unten. Medipack. Und Pistole. Nein! Ich hätte mal auf mein Gefühl hören sollen. Ich habe irgendwie gewusst, dass er noch jener ist. Aber ja. Habt ihr ja gerade selber gesehen. Ach, was bin ich mit einer Leuchte. So, jetzt nehme ich mal die Uzi. Hab glaube ich sowieso genug Munition von. Ja, los, kommt. Na gut, dann komm ich hin. So, ist mir egal. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Er hat mich schon wieder erwischt. Jetzt reicht, ich mache einen Speicherstand vorher. Flammenwerfer-Typ, du bist sowas von nervig. Es kommt schon wieder leichter Frust auf. Von diesem blöden Feuerwehr-Flammenwerfer-Typen. Es ist doch... Das ist doch voll Instant Kill, Alter. Ja, hier loskommen, Bello, Pfiffi. Stirb, Pfiffi. Stirb, Bello. Stirb, Hans-Mer, Georg, Albrecht, keine Ahnung. Danke für die Munition. So, du verdammter Flammenwerfer-Typ, jetzt bist du fällig. Nochmal machst du das nicht. Vorspeichern vorher. Jetzt bist du dich tot. Ich hasse diesen Typen. So, danke für deine Karte. Nochmal speichern vorher. Ich habe keinen Bock auf noch so einen Typen.
Echt Sackgang sind die Typen. Echt Sackgang. So, hier drin. Stimmt, du brauchst eine rote Karte für. Hat sich hier gerade eine Tür eröffnet? Hat sich irgendwie so angehört. Ja, da. Na, will hier draußen noch jemand Ärger? Nein. Wer nicht will, der hat schon, ne? Okay. So, jetzt zurück dahin, wo wir vorhin gewesen sind. Weil jetzt kann ich nämlich die Säge außer Kraft setzen. Und komme an den Chip heran. So, Chip einsetzen. Damit das Ding jetzt außer Kraft ist. So, ihr seht schon, jetzt kommen wir ran. Und Lara, du hast die rote Karte erhalten. Jo, Platzverweis kriegst du zwar nicht. Aber dafür hast du den Schlüssel zur Tür gefunden. Okay, das war ein schlechter Vergleich. So, wie komme ich jetzt da wieder hin? Habe ich gerade hier wen rumlatschen gehört? Das ist mir nur eingebildet. Quell doch wen. Irgendwer latscht hier noch rum. Aber wer? Und wo? Vielleicht hier drin? Ja, natürlich, genau da unten. Was hast du hier unten eigentlich zu suchen? In deinem kleinen Gängchen. Naja, egal. Geh noch mal weiter. Aha, jetzt sind wir also hier. So, was habt ihr denn schön? Ah, du hast ein Medipack. Vielen, vielen Dank. Und, ach, wie nett, du hast auch ein Medipack. Das ist echt zu gütig von euch, Jungs. So, hier haben wir Harpunen. Abspeichern vorher. Und weiter geht's. Blut oder Antworten? Welches davon ist mir egal? Soll er doch beides abspucken? In Ordnung, Marco. Willkommen an Bord. Hut. Was willst du? Na komm schon. Willst du den Stock spüren? Also sag endlich, wo im Kloster sollen wir suchen? Was meinst du, Bruder? Was macht ihr da? Ihr schlägt unschuldige Leute. Na, wartet ihr. Halt aus, du! Ich komme zur Rettung!
ich rette dich! War das der Einzige? Ist hier in der Zelle noch was drin? Weil wenn ich jetzt zu ihm hingehe, könnte sich vielleicht eine Cutscene eröffnen. Ja, da ist noch ein Secret drin. Das nehmen wir doch noch mit. Alter, was ist das für ein Knast? Oh, Sie, keine von denen? Aber Sie sind ein Mönch. Bruder Chang aus Berkang. Du willst mich holen? Da war ein helles Licht um mich herum. Das waren Schüsse. Und ich denke, es waren eher die anderen, die davon mitgenommen wurden. Aber du bist doch meine Führerin, meine Wegbereiterin zum nächsten Leben. Meine Zeit hier ist um, nicht wahr? Was tun Sie hier, zusammen mit Marco Bartoli? Nichts. Habe ehrliches Leben geführt. Nur wegen notwendigem Übel hier. Wie mein Vater vor mir, als er Jannys Schiff hier bombardiert und versenkt hat. Jetzt bin ich hier, war hier, um zu verhindern, dass sein Sohn den Seraphen findet. Den Seraphen? Du kennst mein Lebenswerk doch kaum. Du bist doch wirklich nicht ihretwegen hier? Die haben ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wollen den Seraphen, um damit einen bösen Schatz freizulegen, den wir in unserem Kloster in Tibet hüten. Vor Jahrhunderten ist uns der Schlüssel von Vagabunden gestohlen worden. Seither haben wir keinen Schlüssel zum bösen Schatz mehr. Verließen uns nur auf unsere Gebete, um ihn zu bändigen. Dann ist der Okkultist Gianni B. in seinen Besitz gelangt. Furchtbare Folgen. Er hat einem uralten Glauben wieder Leben eingehaucht, der durch noch so viele Verbeugungen nicht aufgehalten werden kann. Und jetzt ist er wieder hier. Marco, vom Wahnsinn befallen. Sein Geist ist gewalttätig, hat aber noch nicht die Macht, seine Gelüste zu befriedigen. Also mussten wir erneut zu den Waffen greifen. Die wahren Teufelsaustreiber. Wohin wirst du mich denn bringen? Und ich dachte, meine Zeit ist gekommen. Aber eine Veränderung ist wohl ebenso gut. Ich brauche Ruhe. Arschloch, kann man doch nur sagen. Ey, habt ihr das gesehen? Boah, ey, nee, der hat den armen Mönch einfach abgeknallt. Jetzt wird's richtig nervig, weil ich weiß genau, das war das Level, mit dem ich mich anfangs so geärgert habe, weil ich nicht wusste, wohin jetzt. Ja, ihr seht gleich warum. Wir sind mitten tief unter Wasser, haben circa fast keinen Plan, wohin, wenn du jetzt zum ersten Mal spielst. Ja, und wir müssen jetzt ganz schnell in Richtung des Schiffswracks schwimmen, bevor uns die Luft ausgeht.
Tja, und das ist nicht das einzige Problem, wie ihr seht. Der Heiler hinten, der verfolgt uns schon. So, okay, da sind die Fässer. Möglichst schnell den Fässern folgen, aber ich glaube, ich werde es von der Luftanzeige jetzt nicht mehr schaffen. Nee, nee, das wird zu knapp. Müssen wir nochmal machen. Jo, Cutscene kennen wir schon. So, und jetzt gleich Richtung der Fässer. Möglichst vor dem Hai ausweichen. Weil ich kann mich gerade nicht erinnern, ob der Instant Kill macht oder ob der uns einfach nur Energie abzieht. Aber man könnte fast vermuten, Instant Kill, ja. Was ich aber sagen muss hier, der Herzschlag-Sound in diesem Level ist wirklich echt cool. Gut, so viel zur Frage Instant Kill. Warte mal, ich glaube, ich mache den Hai erstmal lieber fertig. Stirb! Ah, verdammt. Ihr seht schon, Leute, das Level ist nicht ganz einfach am Anfang. Werden wir gleich mit der Harpune ausrüsten. Ist mir schon bedeutend sicherer ohne den Heiler drin. Also Rinder. Wo ist er? Hi. Hi. Ah, da bist du ja. Ist der auch mal fertig? Oh fuck, das sind ja zwei Haie. Okay, zwischenspeichern. Bloß schnell zwischenspeichern. Fuck, wie viel Damage machen die?
wo muss ich überhaupt jetzt hin? Ich habe jetzt noch nicht wirklich Bock, diesen Part zu beenden, weil ich will jetzt noch auf sicherem Boden stehen, bevor ich hier diesen Part beende. Ja, komm, hau ab. Ich hasse dieses Level. Ach, da oben. Das war noch längst nicht alles. Es wird noch richtig, richtig pissig, das Level. So, ja, natürlich. Oh. Nee, kann man schon vergessen. Ein paar Minuten, die will ich jetzt auch nutzen. So, jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo es hingeht. Und der Hai verfolgt uns auch gleich natürlich. Mann, nerv nicht! Komme ich hier vielleicht auch bald mal wieder in die Luft nach oben? Oh, danke. Meine Güte. Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier erstmal den Part, weil, ja. Ich muss mich erstmal wieder vorbereiten auf dieses scheiß Level. Also, bis zum nächsten Mal, euer Wacky Lion. Tschüss.